gibt schon Patch Rundown. Können wir kurz durchgehen zusammen? Spectate your friends auf Test-Server. 9. Januar kommst du auf Live-Server. Okay. Delay 30 Sekunden. Cool. So, 8-Bit wurde gebufft. Das war noch nicht auf dem Test-Server. Das wird man auch nochmal testen müssen. Ja, 8-Bit gebufft. Mehr AD und früher der Hauptpreis. Country genervt, ein bisschen. 8-Bit, Fragezeichen. Wahrscheinlich okay. Country, bisschen genervt. Samira so mäßig. Garden ein bisschen genervt. Super Fan, Garden Early. So halt wahrscheinlich immer noch okay. War einfach nur sehr gut. Jazz bisschen genervt, also Late Game bisschen schwächer. Legendaries. So, Ken bisschen genervt. 10% weniger Schaden. Xante gebufft. 20 Max Mana weniger. Sehr, sehr starke Buffs. Sehr starke Buffs, ja. Ja, so. Gleich als Itemträger. Carry war Dritter gestern. Bei uns in den Inhouses. Yone, 50 AP mehr und 10% mehr Pop-Off-AD-Ratio. Sehr stark mittlerweile. Akali, 2-Damage, bisschen gebufft, mehr Attack-Speed, mehr AD-Scaling. Weiß ich nicht. Kate ein bisschen gebufft. Einmal Dritter gestern gesehen bei uns. Ashwell war davor schon stark, Mid-Game, Stage 4 und solche Sachen. Dann dadurch halt noch stärker, Late-Game fällt er wahrscheinlich ein bisschen ab, nehme ich an. Viego war davor schon okay. Jetzt, ja, Viego in Kombination mit Zed und sowas. Yone sollte ganz gut sein. Zed war davor okay. Gebufft. Sollte ganz gut sein. Kayn war davor so mäßig, wird ein bisschen gebufft. Ja, ist wahrscheinlich okay. Headliner finden, einfach mitnehmen. Mehr Attack Speed und mehr Damage. Six Mana wurde genervt und Stacking wurde genervt. Das scheint ein größerer Nerf zu sein. Spielbar, aber. Schon deutlich schwächer. Nicht mehr 1v9 Carry. The Headliners. Ken weniger Heal. Bart weniger Schaden. Katar weniger Schaden. MF weniger Schaden. Samira weniger Schaden. Zed weniger HP, aber dafür stackt Zed jetzt richtig. Der war verbuggt. Zek weniger HP und Six weniger Mana Reduction. Also Six Headliner auch genervt worden, ne? Es kommt noch dazu on top. Okay, paar Sachen genervt. Bigger Shot Fix, Good for Something Fix, Reach for Summit, 10 Gold mehr. Young Wild and Free gibt jetzt überhaupt Gold. Live for Danger, Bonusschaden, gebufft, ne? Ramping Ruins, Schaden mit 3 Stacks, immer noch schlecht wahrscheinlich. To the Bosch, Moshas, so Titans, aber. Poppy, man kann Poppy Yorick können carryen auf jeden Fall. Nicht, ob man nur für die beiden das mitnehmen will. Jazz Baby. AP per Stack halbiert. Und Attack per Stack um 30% niedriger. Oder Drittel niedriger. 1% weniger. So. Binary gibt nur noch 2 Gold. End of Swords weniger HP. Also mehr HP Reduction. Bone Long gibt jetzt 8 Gold Instant. Infernal Contact gibt 15 Gold mehr. Blank Slate Stage 4-2 deaktiviert. Zu gut Level 9, haben Angst. Eine Änderung: Bruiser 4-6 gebufft, Crowd Diver 6 genervt, aber immer noch gut. Für Yone und sowas, Qiyana immer noch sehr gut, einfach. Executioner ein bisschen genervt, 10% weniger Damage. Ist schon viel. Bei 4 nur noch 5% weniger. Annie Jewel Gauntlet habe ich gestern probiert, sah noch okay-ish aus, also eher so 4., 5. Ahri wurde Level 3 genervt. So, da gibt Attack Speed Buff nicht mehr an Yorick Gule. Also nicht mehr die Kleinen. Auch nicht mehr On-Hit. Okay, das war's eigentlich. Ahri 13 Buff, oder? So, Ahri 3 von 1500% AP auf 820. Ne, ist enough. Zahlen gehen runter auf Level 3. Ah, ich schieße jetzt 2 Charms. Oh, never mind. Ah, schießt dann auf 5 2 Projectiles per Elevated Cast. Okay, never mind, danke dir. Das ist wahrscheinlich ein Buff, ja. Das war's eigentlich, oder? Teaming up, gefixt. Nicht mehr 3 Cost Units. Ja, dann kein viertes Item mehr. Diamond's Blade, Diamond Heads kann man jetzt rerollen. Ansonsten gibt es ja eigentlich nicht mehr viel, ne?